Ja, du YouTuber, ich melde mich nochmal aus meinem Raum. Ich habe den Koffer nochmal geöffnet, weil mir sind ein paar wichtige Details irgendwie untergegangen. Bin jetzt mehrfach angeschrieben worden, wie groß kann denn so ein Koffer gemacht werden? Klar, habe ich natürlich nicht gesagt. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung, der Wandkoffer. Wenn wir den Wandkoffer jetzt haben, der kann also mindestens 50 cm ohne eine Versteifung dahinter gemacht werden. Das heißt, ein Deckenkoffer ist was weniger. Da würde ich jetzt in der Tiefe maximal 40 cm nehmen, ohne eine Versteifung reinzumachen. Aber wenn es mehr ist, dann kommt unser Deckenzeh zum Einsatz. Das heißt, das ist Deckenzeh CD-Profil. Damit werden dann auch die Decken abgehangen. Und dieses Profil passt ganz genau in unser U30 rein. Das heißt, das kann jetzt hier geschnitten werden. Ich mache das mal. Auch wieder ungefähr einen Zentimeter kürzer, wie ich das auch schon in dem Video für die Decken gemacht habe. Ist eigentlich dasselbe Prinzip. Wird dann geschnitten. Da. So, und jetzt kann dieses Deckenzeh einfach hier oben mit eingebaut werden. Das ist jetzt was eng. Also, ja, ist zu eng. Wenn es jetzt weiter wäre, könnten wir das schön drehen. Das heißt, wenn dieses Profil drin ist, sind wir bündig und wir haben unsere Aussteifung für einen Koffer, egal wie lang der wird. Also das heißt egal. Also bis 1,20 Meter können wir jetzt mit diesem Profil überbrücken. Wenn ihr jetzt eine große Fläche habt, die überbrückt werden muss, kann passieren an der Decke, oder ihr wollt einen schönen Koffer machen für irgendetwas, könnt ihr dieses Profil einsetzen als Versteifung. Alle 50 cm eins von diesen Deckenzehs reinmachen und dann könnt ihr von unten die Platte gegenschrauben, vorher dämmen oder was auch immer, oder Kabel verlegen und könnt das dann machen. Und bei dem Wandkoffer ist dasselbe Prinzip. Also wenn ihr über diese 50 cm kommt, macht ihr dann einfach, wenn ihr dieses Deckenzeh genommen habt und dieses U30, einfach, wenn das hier an der Wand ist, einfach reinstecken. Hier ist dann die gegenüberliegende und ihr habt dieses Profil schon bündig mit der Fläche und könnt da drauf schrauben. Ja, ich denke mal, das war noch ein wichtiger Punkt, den ich sagen musste. Ich wiederhole es nochmal. An der Decke maximal 40 cm. Von oben runter könnt ihr bis 50, 60 cm gehen, ohne eine Versteifung dahinter zu machen. Weil das ist ja ein hängendes Profil oder eine hängende Platte dann, die hat keine Last zu tragen, außer den Zugpunkt von oben, von der Decke. Und hier unten 40. Wandkoffer maximal 50 cm, ohne eine Versteifung bzw. eine Stabilisierung einzubauen. Gut, ich hoffe, das konnte euch noch irgendwie ein bisschen helfen, ist irgendwie untergegangen. Gut, ich füge das hinter die Koffervideos noch an, dann könnt ihr da mal reingucken. Danke, ciao.